Pater Josef Andreas Jungmann, ein bescheidener, tiefgläubiger Jesuitenpater aus Taufers im Pustertal und ein Theologieprofessor von Weltruf. Als einflussreicher Berater beim Zweiten Vatikanischen Konzil in den 1960er Jahren konnte er seine Reformvorschläge erfolgreich einbringen. Er hat mit Hilfe der historisch-genetischen Methoden versucht, das starre theologische System aufzubrechen. Jungmann erwirkte einen volksnahen Gottesdienst unter Einbeziehung der Gläubigen mit Christus im Mittelpunkt. Jesus Christus ist die Mitte allen theologischen Denkens, eigentlich des ganzen christlichen Daseins. Nihil Scire, Nisi Christum, Pater Josef Andreas Jungmann und die Liturgiereform. Die Dokumentation.